Moin und willkommen bei EMPTV. Heute geht's um die 10 stressigsten Momente in Videospielen. Mein Lieblingsmerch wie immer unten in der Infobox, also keine Zeit mehr verlieren und ab dafür. Videospiele sollen ja eigentlich dazu dienen, Stress abzubauen. Aber es gibt auch Momente, die einem regelrecht die Schweißperlen auf die Stirn zaubern und den Adrenalinspiegel ansteigen lassen. Hier jetzt also meine Top 10 dieser stressigen Momente in Videospielen. Los geht's mit Nummer 1, das Zeitlimit. Quests, bei denen es eine Zeitvorgabe gibt oder bei denen ein Timer läuft, können vom gechillten Spielen zum absoluten Stress werden. Man steht unter Zeitdruck, wird hektisch und macht Fehler. Und das ist leider genau das, was man in so einer Situation nicht gebrauchen kann. Oh, Scheiße. Nummer 2, die letzten Meter in einem Racing-Game. Es ist keine wirkliche Quest, aber die letzten 20 Sekunden eines Rennspiels, wo man Kopf an Kopf kurz vor der Ziellinie ist, Stress pur. Nummer 3, die zweite Chance. Zum Beispiel Freunde von Call of Duty werden es kennen. Du bist eigentlich tödlich getroffen, aber du bist nicht ganz tot, sondern liegst nur schwer verletzt am Boden. Und das am Boden liegen und darauf warten, dass man sich erholt oder dass ein Mitspieler kommt, um einen zu heilen, fühlt sich einfach an wie eine Ewigkeit. Nummer 4, Entscheidungen treffen. Manche Spiele sind so aufgebaut, dass du dich zwischen zwei Optionen entscheiden musst. In vielen Fällen hat diese Entscheidung dann gravierende Einflüsse auf den weiteren Spielverlauf. Ein gutes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Until Dawn, wo wirklich jede Entscheidung, die du triffst, den weiteren Spielverlauf komplett verändert. Wenn diese Entscheidungen dann aber auch noch unter Zeitdruck passieren müssen, ist der Stress perfekt. Nummer 5. Entscheidungen treffen. Wieder. Solche Entscheidungen können richtig mies sein, wenn man damit am eigenen ethischen Verständnis kratzt. Wer zum Beispiel diese Walking Dead-Reihe gespielt hat, weiß, dass es da ab und zu Situationen gibt, wo man sich entscheiden muss, wer gerettet wird und wer den Zombies zum Opfer fällt. Was für ein Stress. Nummer 6. Der Endgegner. Er heißt nicht umsonst der Endgegner, denn der Abschluss eines Levels oder eines kompletten Spiels muss natürlich spektakulär sein und darf auch nicht so einfach sein. Meistens bedarf es extrem viel Geschick und manchmal auch einiger Ausrüstung, um den Gegner überhaupt besiegen zu können. Immerhin geht es um den großen Endgegner. Die Angst zu verlieren ist also umso größer. Nummer 7. Quests, bei denen man sich verstecken muss. Darunter fallen natürlich auch Aufgaben, bei denen man schleichen muss oder extrem vorsichtig sein muss. Bei vielen Spielen ist die Quest verloren, sobald der Charakter entdeckt wird oder stirbt. Wer zum Beispiel Resident Evil gespielt hat, weiß, dass diese Art von Anspannung einen innerlich zerreißen kann. Nummer 8. Quicktime-Events. Schnell, 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 schnell! Sobald es zu einer Situation kommt, in der ihr schnell Entscheidungen treffen müsst oder schnell dem Gegner mit sehr viel Geschick ausweichen müsst, ist der durchschnittliche Gamer doch zumindest schon mal sehr angespannt oder zumindest erschrocken. Nummer 9. Wenn ihr eine neue Quest bekommen habt, aber beim Intro nicht so richtig zugehört habt und gar nicht wisst, was ihr machen müsst. Sofort sucht man panisch im Questmenü, um zu wissen, worum es überhaupt geht. Und Nummer 10. Die Escort-Mission. Wenn man einen NPC eskortieren muss, dann muss man ihn in den allermeisten Fällen auch beschützen. Meistens stellt sich der Computercharakter aber sowas von dumm an, dass es einem absolut die Nerven raubt. So Leute, was sind denn Momente in Videospielen, die euch den Puls rasen lassen? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video hochgeht, dann schaut mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin der Matt und ich bin raus. Tschö mit Ö.